Mein Name ist Amra, ich bin 30 Jahre alt, bin beruflich Bankkauffrau. Mein Gedanke mit der Wohnung in Dubai war einfach, die zu kaufen als Anlage. Also ich bin selber schon sehr oft in Dubai gewesen, mindestens 7 Mal. Und Dubai an sich gefällt mir sehr gut, also dieser Lifestyle dort. Dort fühlt man sich einfach wohl, oder zumindest ich. Also das sind immer verschiedene Meinungen. Aber mir gefällt Dubai sehr gut und ja, ich habe einfach etwas gesucht, wo ich eben auch als Anlage eine Wohnung kaufen kann mit einer guten Rendite, wenn ich die vermiete. Ja, und da bin ich eben auf sage ich einmal, marketingmäßig bin ich auf Sandro und die Petra gestoßen. Sehr viel über Social Media gesehen, also da sind ja sehr viele Projekte inseriert gewesen, sage ich einmal. Genau, und so ist einfach der Gedanke auch gekommen, eine Wohnung in Dubai zu kaufen und dort zu investieren. Also mein Plan wäre es, die mit Airbnb zu vermieten, damit ich die Wohnung auch selber nutzen kann. Aber das habe ich mir noch nicht wirklich überlegt, weil die Wohnung ist noch nicht fertiggestellt. Also ich schätze mal, im März wird die Wohnung fertig. Ich habe sie übrigens noch gar nicht gesehen, also ich habe blind gekauft, weil einfach das Vertrauen von Anfang an so stark war, habe ich die Wohnung blind quasi gekauft. Also ich kenne nur die Pläne und die Fotos, aber mehr auch nicht, ja. Genau, also Plan ist es, per Airbnb zu vermieten, damit ich sie auch selber verwenden kann. Also es war sehr unkompliziert. Ich war nicht einmal in Dubai vor Ort. Das wurde alles eigentlich per E-Mail erledigt oder per Telefonat, sage ich einmal. Genau, da habe ich sehr viel mit der Petra Rado, auch mit der Sales-Direktorin, kommuniziert. Und das war eigentlich alles sehr unkompliziert per E-Mail. Ich musste nicht direkt hinfahren, ich musste gar nichts. Also ich habe mich eigentlich um nichts gekümmert, habe dann nur die Unterlagen unterschrieben und das war es auch schon. Ich musste nur die Entscheidung treffen und das war so ein gutes Bauchgefühl einfach. Ja. Wie gesagt, wir haben auch schon in Wien Immobilien verkauft und gute Erfahrungen gehabt mit der Mr. Immo. Und deswegen hatte ich da auch kein schlechtes Gefühl dabei, eine Wohnung in Dubai zu kaufen. Ich persönlich fühle mich dort einfach sehr gut. Es ist ganz anders als Wien. Sieht man auch auf Social Media. Also momentan ist Dubai einfach ein Hype. Ja, und ist es auch, wenn man sich die Entwicklung einfach anschaut, wie Dubai vor einigen Jahren ausgeschaut hat und wo Dubai jetzt ist. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Diese tollen Autos, die hohen Häuser, also die... Es ist ein super Gefühl, einfach dort zu sein. Ja. Also die Stadt lebt, in der Nacht leuchtet alles so schön. Also ja, entweder man liebt Dubai oder man liebt es nicht. Mir persönlich gefällt es sehr gut, einfach dieser Lifestyle und sehr viel Luxus. Und ja, es ist eigentlich ein bisschen verrückt auch, einfach eine Wohnung zu kaufen, die man noch nie gesehen hat oder man nicht weiß, okay, wie schaut die dann im Endeffekt aus? Wird das Projekt fertiggestellt oder nicht? Ja. Aber ja, auch da postet der Sandro immer wieder Baufortschritte, macht Videos und das ist einfach das, was einem wieder dieses Vertrauen gibt und positiv quasi in Erinnerung bleibt. Ja. Also auch da ein hohes Lob, dass man da wirklich dahinter ist und ständig auch auf den Baustellen selber ist, Kontrolle macht und auch das mit den Kunden teilt. Ja. Das ist sehr wichtig. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der investieren möchte, ja, weil einfach in Dubai, sage ich einmal, die Immobilienpreise noch gering sind, kann man sagen, im Vergleich zu Wien. Und man auch sehr gute Miete erzielen kann. Ja, also jeder, der Geld veranlagen möchte, der vielleicht selber auch mal nach Dubai fliegt und die Option haben möchte, die Wohnung selber zu verwenden, also dem würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ja, weil, wie gesagt, also es ist eine super Investition. Es sind tolle Projekte, es kommen immer wieder neue Projekte dazu. Und ja, also jeder, der irgendwo ein Geld auf der Seite hat, sollte, finde ich, investieren, weil man eben auch eine super Rendite machen kann in Dubai.